Hallo Jürgen. Ja, hallo Vesna. Ja, neben mir sitzt Vesna Kaminades. Vesna kommt aus Südtirol und lebt seit einigen Jahren und arbeitet seit einigen Jahren in Brüssel. Vesna, dein besonderes Engagement, das du in den letzten Jahren für dich entwickelt hast, entdeckt hast, sind Tiere, deine Tierliebe. Du bist also eine Tierfreundin. Darüber wollen wir uns heute Abend ein bisschen unterhalten. Vielleicht kannst du erst einmal ein bisschen darüber erzählen, wie du zur Tierfreundin geworden bist. Du warst das nicht immer, sondern das ist ein Prozess in deinem Leben gewesen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich heute für Tiere engagierst, eine Tierfreundin bist? Ja, das ist also es ist nicht einfach auf diese Frage kurz zu antworten. Eigentlich habe ich Tiere schon immer geliebt, auch als ganz kleines Mädchen. Aber ich spüre, dass das also immer stärker wird, diese Lust, dieses Bedürfnis, etwas Gutes für die Tiere zu tun. Und ich hatte also in meinem Leben auch bisher, würde ich sagen, zwei Ereignisse, wo ich eigentlich gedacht habe, eigentlich könnte ich gar nicht mehr hier sein. Und das Also ist hier in mir, Brüssel meinst du? nein, nein, hier, also das war, ich hätte eigentlich tot sein können. Ach so, okay. Und in dem Moment habe ich mir dann gedacht, wenn ich schon dieses Bedürfnis habe, dann tu etwas, weil also es kann von wirklich von einem Moment auf den anderen etwas passieren und man ist nicht mehr hier und man kann die eigenen Träume nicht mehr umsetzen. Und deswegen habe ich mich wirklich habe ich beschlossen und mich entschieden, ich will jetzt wirklich etwas tun. Ich will endlich in Aktion treten und meinen Traum, meinen Wunsch erfüllen. Und deswegen suche ich jetzt wirklich also nach Möglichkeiten, mich für die Tiere einzusetzen. Und ja, deswegen bin ich hier. Ja, prima. Vielleicht kannst du deinen Traum noch mal etwas genauer beschreiben. Du hast gesagt, du hast einen Traum, den du entwickeln, den du verwirklichen möchtest. Wie genau sieht dieser Traum für dich aus? Also, irgendwo beginnt das schon mit der Überlegung. Man spricht immer von Tierschutz in einer idealen Welt würde man keinen Tierschutz benötigen, denn es gäbe zwischen Mensch und Tier Harmonie. Und sie würden also im gegenseitigen Respekt leben. Und in dem Moment bräuchte es ja keinen Tierschutz mehr. Aber wir leben ja nicht in einer idealen Welt. Und aus dem Grunde ist es für mich wichtig und ich möchte mich dafür einsetzen, irgendwie Bewusstsein zu schaffen, irgendwie die Menschen, die anderen Menschen dazu bringen, wenn sie Lust haben, sich zu fragen, was steckt eigentlich hinter, sagen wir, einem Lebensmittel, was steckt hinter einem Produkt oder was steckt zum Beispiel hinter einer Tat, wenn man auch irgendwie ein Tier nur irgendwie behandelt, aber dann zum Schluss doch misshandelt. Irgendwie, dass man den Mut hat, sich die Frage zu stellen, was steckt dahinter? Kannst du das vielleicht mal an einem Beispiel etwas konkreter machen? Du hast von Produkten gesprochen. Ja. Deine Frage ist, was steckt hinter dem Produkt? Hast du ein Beispielprodukt, wo du sagen könntest, da, wenn man nachfragt, kommt man plötzlich auf ganz erstaunliche Ergebnisse, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat? Also, ich versuche eigentlich seit 1,5, eigentlich 2 Jahren, versuche ich mich, ich nenne das tierfreundlich zu ernähren. Man kann das auch vegan nennen, aber ich nenne das also tierfreundlich. Und ich entdecke immer mehr also Produkte, die eigentlich nicht so tierfreundlich sind. Zum Beispiel, als Italienerin liebe ich natürlich Olivenöl. Ich habe aber gerade letzthin
gelesen, dass eigentlich Olivenöl bei der Produktion von Olivenöl in bestimmten Orten ziemlich eine große Menge an Singvögel bei der Ernte umgebracht werden und eben getötet werden. Und in dem Moment möchte ich jetzt eigentlich mehr darüber wissen. Also ich will das jetzt nicht irgendwie als Tatsache nehmen, nur weil ich einen Artikel darüber gelesen habe, aber ich möchte da eben jetzt dann ein bisschen nachforschen, um zu verstehen, stimmt das nicht? Ich möchte einfach mir da meine Meinung bilden. Und das verstehe ich eben unter Produkte. Oder im klassischen Sinne zu wissen, was heißt das eigentlich, einen Joghurt zu essen? Oder was heißt das zum Beispiel, ein Omelett zu essen? Was sind da für Produkte drin? Ist das tierfreundlich? Ja, nein und so weiter. Das wäre mein Punkt. Also das heißt, es geht ja nicht nur um Tiere wie Katzen oder Hunde, die man als Haustiere hält, sondern es geht ja auch um die Tiere, die man als Nutztiere bezeichnet. Als Nutztiere insofern, weil wir sie als Teil unserer Lebensmittel verstehen und eben regelmäßig essen. Du hast also Hühner angesprochen, du hast Joghurt angesprochen, da steht eben, stehen Kühe dahinter, also Milchkühe, Milchproduktion. Wo hast du denn da konkrete Kritik zu äußern? Du hast ja gesagt, dir geht es eigentlich um ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Tier, das wäre dein Traum. Wo siehst du denn am Beispiel etwa der Produktion von Hühnereiern oder der Produktion von Milch und Joghurt diese Harmonie eben gestört oder nicht vorhanden, als nicht vorhanden an? Also sagen wir so, zunächst möchte ich auch sagen wir so, klarstellen, dass ich nicht sagen will, dass Menschen, die eben Milchprodukte verzehren oder Eier essen, konsumieren, Fleisch, Fisch, dass das irgendwie böse Menschen sind. Jeder hat also Meinungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit, klarweise. Wo ich das große Problem sehe und warum ich eben auch meine Ernährungsweise umstellen wollte und will, ist insbesondere, wenn ich an die Massenproduktion denke, also wirklich an die intensiven industriellen Produktionsprozesse, wo man eigentlich gar nicht mehr von Tierhaltung sprechen kann, sondern das ist wirklich also Ausnutzung und wenn man denkt, wie diese Tiere auf die Welt kommen, großgezogen werden, transportiert werden, umgebracht werden, dann ist das etwas so, also sehr oft so Widerliches, dass man eigentlich gar nicht den Mut hat, wirklich von A bis Z sich sowas anzuschauen. Und in dem Moment sage ich eben dieses, ich möchte wissen, was dahinter steckt, zum Beispiel hinter einem Schnitzel oder hinter einer Forelle und so weiter, dass man irgendwie den Mut aufbringt zu sagen, weiß ich eigentlich, wie es zu diesem Filet gekommen ist oder weiß ich eigentlich, wie es zu diesem Käse gekommen ist. Ist das wirklich also eine artgerechte Haltung oder steckt da auch irgendwo Misshandlung mit drin und schlechte Erfahrung für die Tiere? Ja, nun hast du ein bisschen erzählt, erläutert, worum es dir geht, was dein Traum ist, was deine Kritik an der Form von Tierhaltung ist, die unseren Fleischkonsum bedient und abdeckt. Hast du auch konkrete Projekte im Blick? Du hast ja gesagt, was du eigentlich geändert haben möchtest. Hast du oder bist du schon so weit oder bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja, das ist ein Projekt, da möchte ich aktiv werden, da möchte ich auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, um andere Leute zu überzeugen. Gibt es sowas schon bei dir? Ja, also eindeutig ja. Und also
Da arbeite ich also schon seit längerem dran und es ist wirklich sehr schwierig weiterzukommen und irgendwo ist das jetzt auch der Grund, warum ich wirklich dankbar bin, dass ich also hier sein darf. Also mein Grundgedanke heißt IAMA, also IAMA und das heißt also aus dem Englischen I am all mistreated animals. Auf Deutsch kannst du das einmal Ja, übersetzen auf also Deutsch? das wäre, ich bin alle misshandelten Tiere. Das klingt jetzt nicht sehr gut, aber irgendwo spiegelt das wider, dass man dieses Mitgefühl entwickelt für misshandelte Tiere, Tiere, die ausgenutzt werden, Tiere, die einfach nicht artgerecht behandelt werden, wo es einfach nicht tierfreundlich zugeht. Und das ist irgendwie mein, würde ich sagen, meine Vision. Und darunter habe ich dann einige Ideen für Projekte. Und eines davon heißt eben, wieder eben aus dem Englischen, weil ich eben hoffe, dann auch irgendwie ein internationales Publikum eines Tages anzusprechen. Naja, hier in Belgien macht das ja auch durchaus Sinn, in Brüssel zumindest Ja, macht das Sinn. also und das wäre, I wanna know what's behind. Ich möchte wissen, ich will wissen, was steckt dahinter. Und das ist dann eigentlich, das betrifft alles. Die Produktion von Lebensmitteln, Tierhaltung, Dinge, die auch irgendwie an Traditionen gebunden sind, wie zum Beispiel also Stierkampf und so weiter und so fort. Und mein großer Wunsch ist ein großes Konzert zu organisieren. Und zwar, wo Sänger und Sängerinnen möglichst international sich zusammenfinden, um ein Lied zu singen, eben I Wanna Know. Das Und gibt es als Lied. Das ist, du hast es eben erstmal vorgestellt als Slogan sozusagen, als ja. Motto. Aber jetzt klingt es ja so, als gäbe es da auch ein ganzes Lied dazu. Oder gibt es Ja. das noch nicht? Ist Es gibt, das. würde ich sagen, die Hälfte. Ich habe nämlich den Text geschrieben. Da ich aber also musikalisch nicht sehr begabt bin, gibt es noch keine Melodie. Und vielleicht wird also früher oder später mal jemand, der musikalisch begabt ist, sich also irgendwie auf mich aufmerksam und wird sich anbieten, vielleicht eine Melodie dazu zu schreiben. Aber eben, dieses Lied, das sollte von möglichst vielen Sängern dann gemeinsam gesungen werden. Und der Erlös dieses Konzertes soll dann verwendet werden, um Initiativen zu finanzieren, wo man Kindern diese Tierliebe, dieses harmonische Zusammensein mit Tieren näher bringt, irgendwie so Bewusstseinsentwicklung. Hast du schon konkrete Aktionen vor Augen, wie das aussehen könnte, wie das passieren könnte, wie Kindern Tiere näher gebracht werden können? Also einige Ideen habe ich, aber natürlich, das ist dann nur irgendwie der Beginn eines kleinen Schneeballs, der hoffentlich dann viel mehr mit sich bringt. Konkrete Ideen wären zum Beispiel, Kinder mit in ein Tierheim zu nehmen, um ihnen also einige Hunde, Katzen vorzustellen, sowas, das irgendwie in Richtung geht von Pet Therapy oder zum Beispiel, dass man eben Tiere aus den Tierheimen in Altersheime bringt, wo sie dann auch Eltern, Leuten Freude machen können, wo eben ein gegenseitiges Win-Win Klima herrscht.
Oder aber man könnte auch Kinder mit auf einen Bauernhof mitnehmen, um ihnen dann zu zeigen, wie zum Beispiel eine Kuh ausschaut. Vielleicht wissen bestimmte Kinder gar nicht, wie ein Ferkel ausschaut. Oder ein Pony, ein Pferd oder ein Schaf. Oder vielleicht können sie gar nicht ein Schaf von einer Ziege unterscheiden. Also ich kann mir da wirklich alles vorstellen. Und ich denke mir, in dem Moment, wo also ein Kind auch nur die Möglichkeit hat, also ein Pony zu streicheln oder zu striegeln, ich glaube, irgendwo muss das ein Gefühl erwecken. Und also sowas könnte ich mir gut vorstellen. Oder auch kleine also Kochkurse für Kinder oder auch für Erwachsene, warum nicht? Einfach, wo man sagt, ja, tierfreundliches Kochen, warum nicht? Also ich hätte noch mal eine Frage zu deinem zuvor genannten Projekt. Ich möchte wissen, was dahinter steckt. Hast du da auch schon irgendwelche Überlegungen, wo du sagst, so könnte man das anpacken, so könnte man das konkret machen? Es ist ja erstmal nur eine Frage, aber irgendwie ja, hast du ja das Ziel, Leute dann zu informieren, Leute aufzuklären über das, was hinter der Tierproduktion steht oder hinter der Lebensmittelproduktion. Wie könnte das konkret aussehen? Also, dieses, das Lied, das Konzert, das soll dazu dienen, mal die Aufmerksamkeit zu wecken, die Neugierde, eben mehr darüber zu wissen. Ja. Und dem sollen aber dann auch weitere Taten folgen. Und zwar, ich würde gern dann bestimmte Dinge einfach hinterfragen. Und zwar ganz konkret mal, was steckt hinter einem Joghurt und das dann also beschreiben. Oder was steckt zum Beispiel hinter einem auch veganen Produkt, warum nicht? Oder was steckt hinter, ja, das ist vielleicht ein schwieriges Thema, was steckt hinter einem Welpen, den man in einem Tiergeschäft kauft? Und das könnte dann auch bei irgendjemandem die Frage aufwerfen, will ich eigentlich überhaupt noch einen Hund aus einem Geschäft kaufen, einen Welpen, oder möchte ich nicht doch vielleicht vorher mal in einem Tierheim vorbeischauen, wo es vielleicht doch auch Welpen gibt und freundliche Hunde, die... Denn nicht jeder Hund, der in einem Tierheim untergebracht ist, muss gleich ein aggressiver Hund sein. Sowas, ja. Ah ja, dann müsste das natürlich irgendwie auch in die Öffentlichkeit kommen. Darüber müssten ja Leute etwas lesen, etwas hören, informiert werden. Hast du da schon Ideen, wie das aussehen kann, wie man das machen könnte? Ja, also auch dazu habe ich mir eigentlich schon Gedanken gemacht. Stachus, hallo! Grüß dich. Ach ja. Hallo. Also, gerade im richtigen Zeitpunkt ist der Kleine gekommen. Hallo, Stachus. Ja, komm mal her. Dann kann man dich auch mal sehen. Ei, 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 ei. Komm mal hoch. So, das ist Stachus. Das ist unser kleiner Freund. Und ja, da ist gerade im richtigen Moment gekommen. Also, meine Vorstellung, meine Idee wäre, dass man, also eigentlich... würde ich mich freuen, wenn ich das machen könnte, in Tierheime gehe und kleine, kurze Videos aufnehme von Hunden und Katzen, die man adoptieren kann. Und ganz konkret stelle ich mir vor, dass ich da irgendwo sitze mit eben, sagen wir, einer Katze oder einem Hund neben mir und in ein, zwei Minuten stelle ich dann den Kleinen vor und erzähle einiges über eben den Hintergrund vom Hund, von der Katze. Und das soll irgendwo ein Aufruf sein, ein Aufmuntern, eben diesen kleinen Freund zu adoptieren. Und solche Videos könnte man da einfach wirklich kurzerhand mit einem Handy machen und dann ins Netz also stellen. Und ja, und ganz ehrlich gesagt, das ist ja nicht meine Idee. Denn das hat ein kleiner Junge aus den Vereinigten Staaten mit 4 Jahren begonnen. Der heißt Roman McCon. Und er hat das eben mit 4 Jahren begonnen. Die Mutter machte eben diese Videos. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, ja, warum kann man das nicht auch in Belgien machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Hast du denn, um so langsam auch zum Ende zu kommen, was hast du denn als nächsten Schritt vor? Was stellst du dir vor, was jetzt passieren kann oder passieren muss? Also, ich habe ja, wie du gesehen hast, habe ich ziemlich einige Ideen. Ja, das Und ist eine ganze Menge, ja. also mein Vorhaben, mein Ziel ist eben, diese alle zu irgendwie Prioritäten festzulegen. Und konkret zum Beispiel für dieses Konzert bräuchte ich Unterstützung. Denn es gibt viele Dinge im Rahmen eben dieser Initiative, die ich persönlich nicht machen kann. Das heißt, überhaupt ein Konzert, das Konzept erstellen, wie packt man das an, dann natürlich auch die Finanzierung, da denke ich an ein Crowdfunding, dann zum Beispiel Personen, die in der Werbung arbeiten, dann zum Beispiel Personen, die auch einfach Lust haben, dieses Projekt umzusetzen, die helfen, Mailinglisten zu erstellen und so weiter und so fort. Dann eben auch jemanden, der vielleicht mithilft, eine Melodie zu entwerfen. Also, und ich hoffe eben, dass durch diesen ersten Aufruf, und ich hoffe, es gibt dann noch Möglichkeit, weitere zu machen, dass mich irgendjemand hört und vielleicht sagt, okay, ich glaube auch dran und ich habe Lust, da mitzuarbeiten. Das wäre super. Und zum Beispiel für die Tierheim-Geschichte, da wäre ich total glücklich. Also wenn jemand sich melden würde, ich denke da jetzt an Personen, die zum Beispiel die spanischen Hunde, die Galgos, mit nach Belgien holen oder auch Tiere aus Asien mit nach Europa bringen, die sagen, die brauchen so eine Unterstützung. Vesna, hilf uns. Sofort. Also ich bin total glücklich. Ja, Wessner, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die interessanten Ideen, die du hier entwickelt hast. Ja, und vielleicht findet sich ja auch jemand über diesen Weg, der sich angesprochen fühlt, der sich eingeladen fühlt und Lust hat, mitzumachen. Wie könnt ihr denn Kontakt mit dir aufnehmen? Das sollten wir vielleicht auch noch irgendwie kurz sagen. Also zunächst auch mal ein Riesendanke meinerseits, Jürgen. Das ist eine wirklich tolle Gelegenheit und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, der an das Unmögliche glaubt. Und aus dem Grunde bin ich überzeugt, dass dies wirklich auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und um mit mir also Kontakt aufzunehmen, das Einfachste ist einfach über europa.blog und sonst auf jeden Fall, ich habe auch eine Handynummer, ich habe auch eine E-Mail-Adresse und vielleicht kann man die dann einfach irgendwo im europa.blog Das dann kann man dort veröffentlichen, klar. ganz gern. Das müssen wir jetzt hier nicht alles ganz offen machen. Das sind ja auch persönliche Daten. Ja. Aber über die Kontaktmöglichkeiten zum Europablog kann man in jedem Fall Kontakt zu dir aufnehmen. Das geht schon. Absolut. Ja, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du deine Träume, soweit es irgend möglich ist, in nächster Zukunft umsetzen kannst. Danke vielmals, Jürgen. Danke und ich werde alles dran setzen. Okay. Danke. Ja.